Yo, Peace, Leute, was geht? Hier wieder auf meinem Kanal Steve's Game Kitchen. Heute machen wir Grilled Cheese Sandwich. Seid gespannt und bis gleich. Okay, ich zeige euch meine Produkte, was wir alles zum Grilled Cheese Sandwich brauchen. Also, frisch vom Brothaus. Okay. Sucuk, sehr, sehr geil. Vom türkischen Laden, ne? Hier aus Ansbach einfach. So, Tomaten, Bavaria Blue, Schimmelkäse, Weichkäse, Käseaufschnitt, das sind so verschiedene Käseaufschnitte, kann man mal kaufen. Und schöner, weicher Butterkäse, ja. So, dann haben wir hier rote Zwiebel, Butter, paar Kräuter, so wie Thymian, Salbei, was gibt's denn da noch alles? Rosmarin ist drin. Marihuana? So, Marihuana ist nicht drin. Also Salz, Pfeffer, kleiner Sprachfehler, Salz aus der Mühle, Paprika, brauner Zucker heute. Brauner Zucker ist Rohrzucker übrigens, Tafelsenf und Mayonnaise. Gut, dann sehen wir uns beim Kochen. Okay, die rote Zwiebel. Einfach schön. Ich habe mir heute mal ein anderes Brett da aus Glas. naja, gut, aber so ist es halt. So, dann einmal. Ich mache sie mal mit der Hand weg. Ihr könnt es aber auch mit einem Messer wegmachen. Genau. Dann einfach die Zwiebel nehmen, ne? Und und genau, das Ganze sieht dann so aus. So, jetzt kommen die Tomaten. Wichtig waschen, ne? So hier. Einfach mal kurz drüber. Sache gegessen. So, okay, dann hier Strunk, ne? Wie soll ich es euch jetzt? Ein bisschen unhandlich hier, ne? Bisschen hier so, zack. Vorsichtig, nur vorsichtig, nicht zu schnell, ne? Sonst schneidet ihr euch in den Finger. Und daraus schneiden wir jetzt schöne Würfel. So. Genau. So. Genau. Ansonsten ist das auch geschnitten. So, Sucuk. Da brauchen wir nicht so viel. Das riecht so gut. Würzige türkische Wurst. Sag ich doch. Mit Knoblauch halt. Also, das einfach nur in Streifen. Ansonsten sieht das Ganze so aus. Okay, rote Zwiebeln, Tomaten in Würfel geschnitten und Sucuk ist auch geschnitten. So, als nächstes Butter. Das Ganze schwitzen wir jetzt nämlich an. Butter von Weinstefan, genau, schön großzügig, ja. Und ab. Genau, bis gleich. Okay, meine lieben Freunde, die Butter wird jetzt heiß. So, wir tun jetzt erstmal unsere rote Zwiebeln in die Pfanne rein. So, lassen das gut dünsten. Dann als nächstes hauen wir unsere schönen Tomaten, zack, in unsere Pfanne rein. Und als nächstes kommt unser Sucuk rein. Okay, meine lieben Freunde, dann Salz aus der Mühle. Nicht zu viel, denn die Soße muss auch noch gewürzt werden. Aber kann man schon ein bisschen was reinmachen. So, dann Pfeffer. Und wir nehmen Rohrzucker. Oder brauner Zucker, es ist aus Rohrzucker gemacht, ne? So, bisschen was, so. Das macht man wegen der Farbe. Okay, gut, dann bis gleich. So, und natürlich noch Paprika edel süß. So, so ihr müsst euch so vorstellen, dass das jetzt auf jeden Fall eine Süße hat,
und natürlich würzig ist wegen dem Sucuk. Und das wollen wir eben erreichen. Okay, während das hier jetzt ein bisschen bratet, also ich lasse es noch ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen runtergeschalten die Hitze, dass es nicht verbrennt. Machen wir jetzt schnell unsere Soße. Also schaut her. Wir benutzen Mayonnaise. So in etwa. Darf ruhig großzügig sein. Senf. So, und wir brauchen hier. Wir haben hier verschiedene Sachen. Thymian. Ne? Am besten vorher ein bisschen schnippeln mit Rosmarin. Und ich will noch drinnen haben ein bisschen Salbei. Das hacken wir alles klein jetzt einfach. Ist ja klar, dass das dann auch gerecht mit der Soße fertig ist. Immer mal ein bisschen auch umrühren an eurer Pfanne, dass hier auch nichts passiert. Wenn es euch zu schnell geht, dann nimmt das weg vom Herd. Genau, das kommt jetzt alles hier schön rein. Okay, der Stiel nicht. Tschüss. Und ansonsten verrühren. Und ja, genau. Das hatten wir ja auch gesagt gehabt, dass hier noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer in diese Soße hineinkommt. Genau. Dann verrühren wir das. Mhm. Vielleicht ein bisschen weniger Senf, aber da kommt nicht so viel drauf, denn es ist zum Verstreichen. Ein bisschen Bums kommt noch mit Salz und Pfeffer und ansonsten passt die Sache. Sorry. Also, das ist jetzt fertig. Bisschen was daneben gegangen. Okay, auf jeden Fall, da, das kommt da rein. Ist das hier schon mal gut? Als nächstes brauchen wir wieder ein bisschen Butter. Denn jetzt kommt die eigentliche Sache. Ja. Wir lassen jetzt das Brot anrösten. Ne? Also. Ja, schönes Brot vom Bäcker. Benutzt bitte ein Brotmesser. Ich habe jetzt leider keins da, wie ungeschickt von mir. Aber das ist kein Problem. Kann doch mal passieren. Kann einmal passieren, genau. So. Dann haben wir hier solche Stücke. Schneiden das von oben runter. Am besten so, dass das Baguette noch im Ganzen bleibt. So. Genau. Jetzt rösten wir erst schön das Brot in unser Butter, dass es schön knusprig wird. Dann nehmen wir hier den Käseaufschnitt, schneiden den kurz in Streifen auf jeden Fall. Muss jetzt nicht so fein sein. Ausrede, weil ich abgerutscht bin. Quatsch. Ich hab gesehen. Aber, nee, Quatsch. So, und das, schaut her, ihr seht, das hat jetzt so eine richtige schöne Konsistenz. So, und jetzt ist es wichtig, da kommt jetzt pervers viel Käse drauf. So. Das müssen wir, also das muss jetzt echt auf geringste Flamme braten, wenn es geht. So, und jetzt drehen wir das Ganze um, weil der Käse soll ja knusprig auf dem Sandwich bleiben. Okay, bis gleich. So, dann haben wir noch einen Schimmelkäse. Da nehmen wir nur ein bisschen was, denn der geht echt ab. Schmeckt aber gut. Ja, der schmeckt doch, der schmeckt gut. Deswegen nehme ich den auch. ja. Also, da schneiden wir solche Stücke runter. So. Genau. Und beim Weichkäse
auch das gleiche Spiel nimmt, schneiden wir auch einfach so ein paar Scheiben runter, ne? So. Genau. Gut. Ja, dann gehen wir jetzt zu unserer Pfanne hier rüber. Und ihr werdet sehen, schaut her. Gibt euch das. So muss das sein. So. Schön knusprig und geschmolzen. Das Ding ist, macht ihr das auf schnelle Flamme, geht das euch kaputt. Das wollen wir nicht erreichen. So, genau. Ein bisschen schwarz ist er, aber probieren wir mal gleich. Ja, geht noch. Okay. Und jetzt, meine Freunde, schaut her und lernt was von mir. Also, wir hauen jetzt hier. Also quasi, das ist ja ein Sandwich und das ist das andere Sandwich, müsst ihr euch so vorstellen. Ne? So, dann den Schimmelkäse drauf. So. Und dann, meine lieben Freunde, weil ich so ein guter Koch bin, kommt hier Küchengott unser feiner Butterkäse drauf. Und das macht's. Noch einmal. Und wenn ihr auf viel, viel Käse steht, macht ihr echt zwei Stück da drauf. So. Und den müsst ihr auch noch mal ganz kurz umdrehen. Aber ich empfehle euch noch mal Butter reinzumachen, denn sonst verbrennt das Ganze. Das wollen wir eben nicht erreichen. Das soll ja noch was schmecken. Und ja. Genau. So, das war's dann ansonsten. Okay, meine lieben Freunde. Wir bestreichen das hier noch ein bisschen mit dem Soßenzeug auf der unteren, also auf der Seite, die noch weniger Käse drauf hat. So, genau. Und jetzt müssen wir das Ganze wieder, also ihr seht, das ist echt eine buttrige Angelegenheit hier und der schmilzt pervers von der Pfanne weg, aber genau das wollen wir eben erreichen. Entschuldigung, Kameramann. Unsere Sucuk-Kreation jetzt fett da drauf machen. So. Und jetzt, meine lieben Freunde, lernt was von mir. Denn wir hauen das jetzt hier drauf. Und das da drauf. Und lassen das noch etwa 2 Minuten ziehen. Tipp von mir, drückt mal immer wieder drauf. So, und wenn euch das zu viel Bewegung ist, haut ihr Spieße dran. Okay, dann bis gleich. Und so, meine lieben Freunde, wenn das genau so aussieht, ihr seid der Meinung, dass der Käse gut genug geschmolzen ist, dann jetzt machen wir einen Probiertest. Jetzt probieren wir unsere Kreation. Oh, um Gottes Willen, meine Leute. Das nenne ich mal so richtig pervers. Und ich würde mir safe den Mund verbrennen, aber... Wow. Um Gottes Willen. Entschuldigung, meine Freunde. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, nach oben, ein Abo da lassen, wenn nicht. Und ansonsten, bis zum nächsten Sandwich- oder Kochvideo. Peace!